So, und ich erkläre, Hannes, ihr geht rein, wenn ich sage, es geht los. Wenn ich sage, es geht los. Oder wenn Markus sagt, es geht los. Aber Markus, du sagst, es geht los, wenn ich sage, dass es losgeht, ja? So wie immer, bitte. Ja. So, damit Sie jetzt wissen, was passiert. Und zwar, folgendes, wir wollen Ihnen mal zeigen, wie so eine Seenotrettung hier eigentlich klappen würde. Und ich bitte Sie jetzt, auch nachher gleich mitzumachen. Und zwar diese fünf im dunklen T-Shirt und roten Kleid simulieren jetzt mal Urlauber, die ins Wasser fallen. Das heißt, unsere Aufgabe oder auch Ihre Aufgabe ist, sich dort hinten auf dem Turm bemerkbar zu machen. Das wäre also schön, ein bisschen winken. Und dann brauche ich auch eine Freiwillige, aber die habe ich schon gefunden, die jetzt nämlich gleich den Rettungsring reinwerfen wird. Und man versucht, den also hier rauszuholen, um halbwegs ins Wasser zu bringen, dass die Leute sich festhalten können. Den Rest erkläre ich Ihnen dann. Jetzt wird erstmal die Opfer sozusagen ins Wasser gehen. Ja? So, Markus, jetzt könntest du nachher jetzt sagen. Alle Einzelanrufe willkommen. Wir bereiten uns vor und fangen bei an. So, alle, die jetzt ins Wasser reingehen, sind Mitglieder der Ortsgruppe. Das heißt auch, die Kinder können relativ sicher schwimmen und werden auch in Richtung Rettungsschwimmer ausgebildet. Also wir hoffen, dass sie da jetzt kein Risiko eingehen. Sicherheitshalber haben wir sie auch noch mit drei kleinen Rettungsschwimmen ausgestattet. Jetzt sehen Sie schon das erste Problem, dass heute sehr viel Wind ist. Damit ist auch eine recht große Strömung. Er ist auch groß. So, jetzt würde parallel Sie ja also sehen, dass ich gleich im Wasser in die Mütze als eine Rettungsring geworfen werde. Achso, ja, aber noch schneller. Nach unten, nach unten. Genau. Die Leine wird mitgenommen. Genau. Dann hältst du die Leine. Das Boot noch einmal zurück zur Aktivierung, damit wir das jetzt noch mal
Ja, genau.